MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Hallo Leute, willkommen hier zur Woche 3 in Madden 17 auf der PlayStation 4 in unserer, ich habe immer noch nicht entschieden, wie der Name am besten kommt. Machen wir einfach Community-Franchise mit Sid und dem Basti und dem Burger und dem Fabi und dem Emu, dem Barbarossa, dem Royal und dem Bela LP und dem Nico und alle, einfach alle. So, genug der vielen Worte. Ach so, wir müssen uns natürlich die Ergebnisse der letzten Woche angucken. Ne? Die Ergebnisse der Week 2. Und zwar, die Jets verlieren, ja, alles gut, Nee. Matchup? Was Matchup? Verstehe ich nicht. Result? Ruhe! Doch klar, die Jets gegen die Bills, alles gut. Mein Gott, ich bin so irritiert. Die Buffalo Bills gewinnen gegen die Jets, fertig aus. Der Barbarossa verliert gegen die starken Carolina Panthers in einem knappen Spiel. Die Washington Redskins besiegen zu Hause die Dallas Cowboys. Ich wollte gerade Maverick sagen. Ja, wie gesehen, der Gotti gewinnt knapp gegen Cincinnati. Aber die Frage ist, wie lange geht das noch so gut, so komplett ohne Defense zu spielen? Die Saints gewinnen in einem knappen Ding gegen die Giants in New York. Der Royal gewinnt gegen die Dolphins dann doch ziemlich deutlich. Der Baylor verliert sein erstes Spiel in Week 2 gegen die Texans. Aber nur ein Touchdown dazwischen, da ist noch sehr viel Luft. Ich denke, da kommt noch einiges. Detroit besiegt Tennessee. Cleveland verliert erwartungsgemäß gegen die Ravens. Die Rams verlieren deutlich gegen unsere Sid. Ich weiß immer noch nicht, ob Sid aufgenommen hat. Ich sag mal ja, aber noch ist es jedenfalls nicht auf ihrem Kanal öffentlich. Wird wohl dann, wenn dann noch kommen. Wie ihr auf Sids Kanal kommt, seht ihr unten in der Videobeschreibung übrigens. Der Fabi ledert den MD Burger ab. Auch da gibt es tatsächlich schon eine veröffentlichte Aufnahme zu. Und zwar auf dem Kanal von Fabi. Auch der ist unten in der Videobeschreibung natürlich verlinkt. San Diego besiegt die Jaguars aus Jacksonville. Oakland, der Emu, verliert gegen Atlanta. Das ist aber eigentlich gar nicht das richtige Ergebnis. Das richtige Ergebnis seht ihr hier auch auf meinem Kanal. Irgendwas mit Emu gegen die Falken. Das ist eigentlich das richtige Ergebnis. War aber auch eine Niederlage, hat das Spiel irgendwie nicht akzeptiert. Auch wenn Times Plate einstand, es war kein Ergebnis drin. Auf jeden Fall musste ich dann einen Away Force Win machen. Das heißt, Atlanta gewinnt. Aber der Emu, der wird kommen, da bin ich mir sicher. Denver besiegt Indianapolis. Der HSV Klunker besiegt sehr deutlich unseren Middle Linebacker spielenden Basti. Chicago verliert haushoch gegen Philly. Und das war's. Also, die User-Matches durchaus interessant. Videos gibt's, glaube ich, vom Spiel Basti gegen den Klunker nicht, ne? Nein. Ich meine, ich habe hier einen Jobopfer, keine Ahnung, was das ist. Ich akzeptiere das. Ich weiß es nicht. Einfach mal annehmen. Und dann starten wir gegen die Philadelphia Eagles, die tatsächlich auch mit einer 2-0-Bilanz hier antreten. Und da darf man gespannt sein. Eigentlich dachte ich mir gerade so, ey, komm, passt noch die Aufnahme, haust du mal eben die Eagles weg. Aber, das wird durchaus wahrscheinlich wieder interessant. Mal gucken, ob wir die aufstrebende Tendenz von Le'Veon Bell, was weiß ich. Komm, einfach Bell. Wie kann man echt, also Namen gibt es. Ich weiß, ihr habt mir in den Kommentaren geschrieben, wie es geschrieben wird. Ich habe mir sogar eine Doku angesehen, wo der Name gesagt wird. Aber irgendwie komme ich darauf nicht klar. Le'Veon Bell, Le'Veon. Eigentlich nenne ich ihn Le'Veon, so wie LeBron. Sag ich auch nicht LeBron. Le'Veon. Le'Veon. Also Le wird da nicht ausgesprochen. Le. Le. Warum auch immer. Eigentlich Le, richtig, aber Le'Veon. Le'Veon Bell. So, scheiß drauf. Scheiß drauf. Fluchgasse. 3 € rein. Alles klar. So, dann wollen wir mal gucken hier. Wir fangen mal mit dem Laufspiel an und testen mal gleich
die Lauf-Defense, ne, wir switchen. Guck mal hier. Ne, so nicht. Freunde der Sonne hier. Und? Ja, die gehen nämlich hier. Habt ihr gesehen, die Linebacker? Wie sie direkt in meine Richtung gegangen sind? Mindestens zwei und der eine dann in unsere O-Line rein. Da war schon einiges an, guck mal hier, der Running Back zu sehen hier. Ihr fiesen Möps hier. So, mal gucken, dass wir hier... Ja, der 66er wusste da nicht so genau, wo, ne, wo jetzt Sache ist. Schade. Schade. Aber First Down war es trotzdem, also alles gut. Machen wir den Halfback-Splitscreen. Den spiele ich momentan tatsächlich recht gerne. Wenn der durchgeht, ist das nämlich wirklich ein enorm brauchbarer Spielzug. Ja, da kommt der Block. Ah, sehr schöner Run. Ich musste da ein bisschen noch auf unser Dickerchen warten, aber der Block kam, der Block saß und das gibt richtig Yards. Also, wenn der hinhaut, hast du da wirklich Spaß in den Backen. So, der erste Block kam, ja, wieder der Kollege mit der 66, der ein bisschen spät unterwegs war, aber Hauptsache den Gegner dann doch noch irgendwie gestört. Ja gut, dann können wir dann an der Stelle dann nicht mehr so viel machen, aber Yards, 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 alles gut hier bei ekligem Regen. Und bei Regen weiß man ja, was man optimalerweise machen soll, nämlich laufen. Mit dem Ball laufen. Da kannst du eigentlich nichts falsch machen. Vor allem, wenn du dann noch so ein Spieler hast wie Le'Veon Bell. Le'Veon Bell. Le'Von. Ach, da laufe ich aber noch in den Idioten rein. Ne? Eigentlich war der Block gesetzt. Ich hätte mich ein bisschen fernhalten sollen. So kann er dann wohl noch mit dem Arm rausgreifen und hat mich dann. Dann kann ich mich nicht losreißen. Aber 8 Yards im ersten Versuch, das ist definitiv eine richtig gute Idee. Second and two. Eigentlich auch sogar ein mögliches Laufspiel hier. Da kommt der Pass, aber genockt, weggehauen. Notable inactive Steelers. Ja, Sammy Coates, Ryan Shazier. Viele Verletzte, die wir zu beklagen haben. Aber da machen wir uns natürlich hier jetzt gerade keinen Kopf drum. Wir würden gerne hier das First Down holen und das tun wir auch. Bleiben dann zwar üblerweise im Block hängen. Aber ich glaube, so viel wäre da sowieso nicht mehr möglich gewesen. Höchstens vielleicht ein Versuch, links vorbeizugehen. Machen wir mal hier Z-Spot. Wir laufen nach rechts raus. Aber... Oh, er hat gewunken. Er hat von selber gewunken. Der Kollege Bell. Und Big Ben sagt, ja, mach ich. Keine gute Idee, Jungs. Flanker Drive. 2 und 10. Wir sind in Field Goal Range, aber natürlich wäre es schöner, in Anbetracht dessen, dass wir unsere Defense ja mittlerweile schon ein bisschen näher kennenlernen durften, wäre es schön, wenn wir... Links ist er. Ja, den kannst du auch nehmen. Wunderbar, da ist das First Down, wenn ich es richtig gesehen habe. Und Roethlisberger mit 3 von 5. Hand off. Ach, wieso komme ich denn so weit nach rechts? Das habe ich eigentlich gar nicht gedrückt. Ich wollte... Nicht so weit rechts, sondern die kleine Lücke, so viel war da aber auch nicht Platz, also Endzone wäre utopisch gewesen. Aber ich wollte eigentlich schon in andere Lücken reinstoßen, wie das so ist im Leben, nicht wahr? So, versuchen wir das mal hier. Das wäre dann auch Brown, ja, komm. Oh! Da dreht sich die Kamera und mein Laufweg dreht sich, okay? Okay, 3 und Goal. Jetzt muss aber Gutes kommen hier. Jetzt muss aber Gutes kommen. Wir blocken. Das heißt, wir haben hier mit diesem Versuch jetzt nichts zu tun. Oh, Big Ben rutscht aus, bringt aber den Pass irgendwie noch, ja, nicht an den Mann, sondern wirft ihn weg.
Aber das war natürlich, ja, wie gerade erwähnt, ne, bei dem Wetter musste eigentlich laufen nochmal hier. Oh ja, das ist ja echt bitter. Hätte er den jetzt noch an den Mann gebracht, dann hätte ich ihn aber hart gefeiert hier. Junge, Junge. So, das wird dann anscheinend, ja, ein Field Goal. Man muss ja ein bisschen vorsichtig sein. Und die Eagles antworten ihrerseits ebenfalls mit 3 Punkten. Field Goal gegen Field Goal, 3-3. So, da kommt der angetäuschte Handoff und ja, links wäre genau der. Ah, Ben macht das schon richtig gut. Hat die Erfahrung, hat den Arm wunderschön genau in den Lauf. Ah, den Pass ist, da gibt's nichts zu meckern. Stark gemacht. Und die Eagles, die kommen jetzt ins Überlegen. Und ich auch. Was machen wir denn jetzt? Steeler Halfback Base, okay. Ach, schade, hätte ich gerne gespielt. Da waren an der Line of Scrimmage 2 Blocks nach rechts gesetzt und dann der Tight End auch noch geblockt und hast du nicht gesehen. Haben wir den hier nochmal oder? Und dann nehmen wir den Quick Toss. Der hat in der Vergangenheit richtig gut funktioniert. Ich habe gesehen, durchschnittlich 28 Yards. Ich habe den jetzt nicht exzessiv gespielt, aber durchaus hin und wieder mal angebracht. Aber, wie gesagt, da müssen die Blocks sitzen und das tun sie. Ganz stark. Ganz stark. Wieder ein schöner weiter Run. Fifth. Über 20 Yard Rush. Also 5-mal schon mehr als 20 Yards erlaufen. Le'Veon Bell scheint gut drauf zu sein. Und auch der Start der Steelers war ja durchaus sehr brauchbar. Ah, schöner Pass in die Mitte. Komme ich leider nicht zum Blocken. Wird jetzt nicht so viel gewesen sein. 2-3 Yards. 3 Yards. Ja. Wollen wir mal ganz frech den Quick Toss auf die andere Seite versuchen? Ha. Irgendjemand hatte geschrieben, auf der Seite ist die O-Line der Steelers nicht ganz so pralle. Aber, oh shit, leider zu schnell, sonst wären da noch ein paar Yards mehr gewesen, drin gewesen. 5 Jahre Vertrag, Le'Veon Bell, 46 Millionen, ist schon Brett. Ja, hier muss ich gucken, wie der Block sitzt. Kam und dann, ich glaube, er hat mich auch unten irgendwie so ein bisschen berührt, oder? Sah auf jeden Fall so aus. Sah auf jeden Fall so aus, so. Wann, wenn nicht jetzt, ein Play-Action-Spielzug? Und dann hoffentlich der Pass auf Bryant, denn auch der ist ein richtig guter. Nee, die decken gut ab, die Jungs. Oh! Ben in die Arme des Gegners. Aber richtig in die Arme. Da war ja nicht mal ein Mitspieler irgendwie ansatzweise in der Nähe. Wow. War das schlecht. Entschuldigung. Und jetzt müssen wir auf die Defense hoffen. Und die Defense liefert. Ja, geil. Geil. Outside Zone. Ja, gucken wir mal. Da wird nicht so viel geblockt wie bei den... vorhin bei dem Spielzug. Ich bin auch von der Aufstellung der Eagles nicht so begeistert jetzt gerade. Ja, ich hab's befürchtet. Dieser eine Block da, der musste zu 100% sitzen. Und wenn er das nicht tut, dann tut es dem Running Back einfach nur weh. Und dann stehen wir auch nicht ganz so gut da jetzt. Gucken wir mal Double Unders. Puh. Also wir könnten jetzt schon hier ein paar Yards gebrauchen. So. Der Ball ist, glaube ich, schon im Spiel. Ja, schade. Das ging sehr schnell. Und es scheint ein First Down geworden zu sein. Okay. Dann habe ich nichts gesagt. Alles gut. Play Action, Pit Slot. Wheaton wird ein bisschen Motion laufen und dann diese Route da ablaufen. Wir dürfen gespannt sein. Und wir laufen anscheinend durch die Mitte. Ja, Sack. Quarterback Sack. Linke Seite. Ist wirklich von der O-Line her anscheinend die schwächere Seite. 2 und 18 jetzt. Das ist sehr ungünstig gelaufen. Das war ein Spiel so Steeler Dick. Digging in the dirt. Ball scheint unterwegs zu sein. Hat's was gebracht? Nee.
3 und 18, also nicht wirklich effektiv. Und jetzt haben wir ein Problem. Jetzt müssen wir tatsächlich hier schon, ja, versuchen. Ach hey, ach hey, komm! Jawohl! Da ist das Ding! Auf Bryant und der macht den Touchdown. Sehr starke Aktion von Ben Roethlisberger und der Catch auch gut. Ah, schön, wie er an seinen Cornerback, an seinem Bewacher vorbeigeht. Wir sind auch noch in der Nähe. Das heißt, ich habe ein bisschen die Route verändert. Da wäre sogar echt noch was drin gewesen, auch für uns. Aber der Ball, der geht schon auf den richtigen Mann. Das passt schon. Aus der Not heraus einen Touchdown zu kloppen. Ganz stark gemacht. Und wir gehen damit in Führung. 10-3. Können die Jungs in der Defense hier nochmal... Ja, können sie. Sie können tatsächlich nochmal den Gegner stoppen. Ja, wir müssen mal gucken. An der 20... An der 20... Wheaton ist der schneller. Der hat sogar Geschwindigkeitsvorteile. Oh ja, stark. Auch dieser Catch. Ben scheint jetzt immer besser mit dem Wetter klarzukommen. Streuen wir dann doch nochmal anderthalb Minuten hier im zweiten nochmal ein Laufspiel rein, damit es nicht ganz so einseitig wird und berechenbar. Ah, war ein sehr gutes Laufspiel. Gegen die beiden Safeties musste ich dann tatsächlich doch... den kürzeren ziehen. Und hier war das nicht ganz so hübsch. 2 und 8. Halfback Wheel. Ja, okay. Okay. Schauen wir mal. Also wirklich ein Spielzug für uns. Oh, hätte er... Meine. Aber irgendwas geht da. Irgendwas geht da! Er hat die richtige Entscheidung genommen. Alles gut. Touchdown Steelers! Wow. Wow, wow, wow. Also, diese Offense ist wirklich... Ah, schön, wie sie kreuzen, ne? Und dann ist es, glaube ich, der Tight End. Ich kenne mich mit den Steelers echt noch weniger als mit anderen Teams aus. Aber das war schon sehr gut gemacht. Und wir waren links auch durch. Keine Ahnung, was die... ich dachte, das ist ein Fleck schon wieder. Keine Ahnung, was die Eagles davor hatten. Aber das sah jetzt nicht so ganz erfolgreich aus. Und wir kommen tatsächlich hier nochmal im Ballbesitz. Was hätten wir denn? Was sollen wir denn mal noch Schönes machen hier? Power O. Versuchen wir mal. 20 Sekunden noch. So haben wir schon viel zu viel rausgeholt. Vielleicht können wir das ja hier nochmal ein bisschen ausbauen. Ne. Da sind sie direkt am Start. Die Eagles jetzt eine Timeout? Nein, die Uhr läuft weiter. Also, die Uhr läuft weiter. Wir gehen in die Halbzeit. Und schauen mal, was in der zweiten Halbzeit noch so geht. 17-3. Also, wie gesagt, diese zwei Touchdowns hier, die taten natürlich richtig gut. Ah, Field Goal. Nur ein Field Goal. Ich glaube, die Eagles hätten da nichts gegen gehabt, hier mit einem Touchdown zu punkten. 17-6. Es ist also noch ein komfortabler Vorsprung für unsere Steelers. Wieder ein guter erster Run. 7 Yards im ersten Versuch. Und guck mal hier, wir haben ja einen Quick-Toss am Start. Na klar. Denn ihr wisst ja mittlerweile, es gilt, wenn die Blocks sitzen, knallt der Spielzug. Oh, das wird aber hässlich jetzt. Ja, 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 gut. Irgendwann haben die Eagles natürlich hier einen Plan und wissen, ah, guck mal, pass mal auf. Der Penner, der macht das jetzt nochmal und dem spucken wir jetzt mal so richtig ins Essen. Und das haben sie gemacht. Das haben sie gemacht. Und zwar mit Anlauf und alles. Oh, Druck von links. Ja, das ist, glaube ich, kein First Down. Er hält den Ball, aber doch, tatsächlich. War doch über die Linie. Alles tutti.
Halfback Zone, rechts sollen wir laufen, mal gucken. Grüne Zone wäre also wirklich eine Option. Wo ist die Lücke? Boah, keine Lücke. Habt ihr gesehen, wie der Linebacker da über unseren O-Line-Spieler drüber gehüpft ist? Das war eine geile Aktion, oder? Und dann standen sie plötzlich zu zweit vor mir. Und dann tat's weh. 2 und 10. Kein Raum mehr hat kein Raum mehr hat gewinnen. Kein Raum gewinnen. Kein Yard gewinnen. Ah, die 66. Die 66 konnte sich nicht entscheiden. Wohin? Hat da keinen Block aufgenommen. Haben wir Glück, dass wir irgendwie da noch ein bisschen was machen konnten. 3 und 4. Ich laufe ungern bei 3 und 4. Aber das passt. Wow! Sehr spät, dass die Lücke da aufgegangen ist. Und die Blocker haben ihre Blocks oder ihre Gegenspieler sehr gut gehalten. Nicht unwichtig. So. Ah, irgendwie sah das gar nicht mal schlecht aus wieder. Ja, nächste First Down. Der Spielzug hat also erneut geklappt. Oder was heißt erneut? Ich glaube, den haben wir noch nicht gespielt gehabt. Aber Roethlisberger scheint jetzt wirklich hier einen Lauf zu haben. So, und ihr seht, natürlich bei unserer Spielzeit geht die Playclock natürlich schnell runter. Und da ist es natürlich auch ja ein bewährtes Mittel, auch innerhalb der Liga. Ah, da können wir uns losreißen. Oh, da können wir uns nicht nur losreißen, wir sind durch. Das war ja geil. Damit habe ich gar nicht mehr gerechnet. Klar, Dreieck, okay, da hast du nochmal gedrückt, aber da waren so viele Leute eigentlich dran. Und trotzdem hat er sich da rausgewuselt. Nochmal, ach, da war er schon am Boden. Unglaubliche Aktion. Und da setzen die tatsächlich hier nochmal aus heiterem Himmel eigentlich einen weiteren Touchdown drauf. Und das ist jetzt wirklich schon ein Vorsprung. Wenn die Eagles jetzt nicht punkten, ja, dann kann man schon beinahe sagen, passt das. Ja, und sie punkten nicht. Sie punkten nicht. 24-6, vierte Viertel. Oh ja, das sieht eigentlich wirklich sehr, sehr gut aus. Jetzt müssen wir natürlich, jetzt gehen wir natürlich auch naturgemäß ein bisschen mehr auf Laufen. Ist ja ganz klar. Den lassen wir aussteigen. Ah, Spin-Move in der Situation wahrscheinlich unklug. Ich hätte vielleicht einen Backstep machen sollen. Wow. Erneut ein Riesenlauf. Guck mal hier. 152 Yards heute. Das ist, hatte ich gar nicht so das Gefühl, dass das so stark rüberkam. Bell mit einer erneut guten Leistung. Aber nicht spielentscheidend. Also wirklich, Ben war hier ganz klar Ben the Man, ja, wenn der Block sitzt. Schade, der andere hätte auch blocken dürfen. Dann wären beide weggeblockt, dann wäre noch ein bisschen mehr drin gewesen. 2 Inches. Und die Uhr, sie tickt natürlich zu unseren Gunsten, ist klar. Ist klar. Und wir lassen sie auch ein bisschen ticken. Nicht exzessiv, es sind noch über 5 Minuten zu spielen. Aber so ein bisschen kann man dann auch schon bei dem Wetter auch auf die Uhrzeit gucken. Ja, das ist der Mann, der Cornerback, glaube ich, reingezogen, ne, oder? Ist ein bisschen risky, aber ja, er konnte da sehr schnell den Lauf stoppen. Dennoch konnte er das First Down nicht verhindern. Und wir sind jetzt schon in der Red Zone. Also Red Zone Offense der Steelers. Und wie gesagt, wir gucken mit einem Auge natürlich jetzt ein wenig auf die Uhr. Ist legitim. Boah, der passt. Der passt. Ben Roethlisberger. Erneut ein richtig starker Pass durch die Mitte, obwohl er ein Linebacker wartete. Aber er bringt den Ball an den Mann. First down. Steelers. Und jetzt sind wir 7 Yards entfernt von der Endzone und können tatsächlich hier nochmal gucken, ob wir in die nochmal Punkte drauflegen. Ist auch vielleicht eine Ansage mal an die Liga, ne? Dass man ganz klar sagt, hör mal Leute, ich habe eure Spiele gesehen, ich habe eure Siege gesehen, aber die Steelers sind hier kein Fallobst. Und wenn ihr es irgendwann mal mit den Steelers zu tun habt, dann solltet ihr bereit sein, konzentriert sein
und eure Hände sollten gewaschen sein. Ne? Ist so, ist so. Ja, die Blocks sitzen, aber ja, er wirft weg. Die Right Receiver waren leider auch ziemlich gedeckt. Goal Line. Ja, machen wir mal den Mash. Bryant ist ja durchaus einer, der es kann. Wir haben sogar auch eine Route. Und hoch damit. Und es geht kurz und ich glaube, es ist durch. Ja. Ganz stark. Also Ben, ganz klar hier, Man of the Game. Super, wie er die Dinger ranbringt. Ah, sehr gut gecatcht auch. Nicht auf Bryant, okay. Aber natürlich hier beide Füße im Feld. Ganz deutlich, ganz deutlich. Ach, da ist noch, da sind ja noch, da kannst du noch einen Schulbus hinten parken. Da ist ja noch so viel Platz. Unglaublich. 30-6, beziehungsweise 31-6. Und die Eagles. Ja, sie punkten nochmal. Sie punkten tatsächlich nochmal. Aber 2:08. Ja, die haben noch alle Timeouts. Ich hätte schon damit gerechnet, dass sie die eine oder andere Timeout hier hätten opfern müssen tun. Na, da komme ich diesmal nicht mehr los. Aber irgendwann mal ist auch mal das Tackle-Break-Glück aufgebraucht. Gerade der Touchdown war ein wunderschöner. Hat mir sehr gefallen, aber den bringst du natürlich nicht so oft in dieser Häufigkeit. Also, natürlich heute ein bisschen mehr Laufspiel, denn wir wollen das Spiel ja auch ein bisschen verwalten jetzt. Ne? Die Uhr darf ticken, 2-Minute-Warning gerade durch. 3 Timeouts der Eagles, 3-4. Oh, hätte ich aber gedacht, dass wir schon ein bisschen weiter vorne sind. Und wie gesagt, selbstverständlich Clock-Management. Noch kein Fumble diese Saison. Jetzt bin ich anscheinend, als ich gerade das Gamepad weggelegt habe, auf die... Wie dumm. Ich bin auf die Timeout-Taste gekommen. Das ist ja blöd. So, Clock-Management im Arsch. Warum musste ich auch was trinken? Oh, was habe ich gewählt? Ein Passspiel, okay. Was hiermit? Nee. Wir bleiben bei Passspiel. Der ist schon ganz gut. Sie konzentrieren sich hier auf Laufspiel und der Pass ist gut. Ach, ist das stark. Auch die Defense heute ausnahmsweise mal mit einer brauchbaren Leistung. 13 Punkte nur zugelassen. Freunde, damit kann man arbeiten. Und so haben wir ein 3-1-1-3 Ergebnis. Wow. Und diesmal keine Timeout. Indiana Ehrenwort. Das sind locker mal noch 20 Sekunden, die wir runterspielen können. Und das wollen wir auch gerne tun. Jetzt nicht mehr, das wäre fatal, aber... Ja, fatal jetzt vielleicht auch nicht. Unklug. Aber so ein paar Sekunden kann man hier schon... Upsi, wo kommt der denn her? Nee, das war nicht ganz so gut. Keine Lücke entdeckt, 2 Yards Verlust gemacht. Das macht mich traurig. Also die Eagles... auch gar nicht daran interessiert, hier durch Timeouts das Ganze noch künstlich anscheinend zu verlängern. Und so werden wir wahrscheinlich jetzt den letzten Spielzug hier in diesem Spiel erleben. Denn ihr seht die Playclock und die Gameclock nicht so weit auseinander. Ah, kriegt nochmal einen auf die Schnauze. Naja gut, wenn bei dem Spielstand in der Phase des Spiels die Blocks nicht mehr so sitzen... Dann wisst ihr was, dann kann ich damit leben. Die haben einen guten Job gemacht, die O-Line-Spieler. Alles gut, alles gut. Wir werden hier nichts mehr spielen, denn wir wollen ja hier nicht zu gierig erscheinen. Außerdem ist es total unnötig. Wobei, wir hätten hier tatsächlich noch ein temporäres Ziel gehabt, was wir hätten packen können. Aber wie gesagt, das ist albern. Man muss nicht übertreiben. Am Ende noch den Gegner demütigen oder so, das empfinde ich als unnötig und nicht angebracht. Außer es ist ein Gegner, den man nicht leiden kann. So, aber beim Football habe ich eigentlich so keine Mannschaft, wo ich sage, oh, mag ich gar nicht leiden. Ich überlege, nee, also eigentlich wirklich nicht. Gibt ein paar, mit denen ich nichts anfangen kann, ja, aber nicht leiden können, nee. Bisher noch nicht. Vielleicht arbeite ich dran. Danke, Leute. Vielleicht arbeite ich dran. Danke, Leute. Vielleicht arbeite ich dran. So, danke, Leute.
dass ihr zugesehen habt. Danke für euer Interesse. Wie gesagt, in der Videobeschreibung seht ihr auch die Verlinkung zu den anderen Kanälen und da könnt ihr dann auch dementsprechend Madden folgen von der Week 2, Week 1, nee, Week 1, doch der Fabi. Week 1, Week 2 gibt's ein paar mehr. Da hat der Royal nachgelegt und der Bela und ich und der Fabi und das Video vom Emu, was er mir zugeschickt hat, hier auch auf diesem Kanal. Und ich glaube, die Sid wird da auch noch ihr Week 2-Video früher oder später veröffentlichen. Also, ihr habt mehr als genug Content für diese Franchise. Wühlt euch halt durch die Kanäle der anderen Jungs und Mädels. Danke, bis zum nächsten Mal. Ciao.